überschlagen sich. Gerade geschehen einige Dinge gleichzeitig. Die nächste Z-Kompakt geht in Druck und heute fliegen wir wieder nach Albanien. Die Z-Kompakt mit dem Leitthema Gut Mensch, Bös, Krieg befasst sich tiefgründiger mit der Frage, warum der aufgeklärte Zeitgenosse meint, der Mensch sei von Grund auf gut. Hallo? Hat er denn nicht heute die Tageszeitung gelesen? Woher kommen dann all die Kriege? Wir sind betroffen von den vielen Toten im Ukraine-Konflikt und im Nahen Osten. Aber was ist mit den Kriegen? Gleich um die Ecke, gleich in so mancher Nachbarschaft. Oder höchst dramatisch, wenn heute Christen gegen Christen aufstehen. Wahnsinn! Haben die noch alle? Könnte so mancher Außenstehende fragen. Die haben doch das Copyright auf Vergebung, Versöhnung und Liebe? Das schauen wir uns in dieser Z ungeschminkt an und suchen nach Lösungen, die sich gewaschen haben. Blättern Sie daher in der ersten Vorableseprobe. Übrigens, darin lesen Sie auch, wie die Konferenz UNUM, die in der Münchner Olympiahalle stattfand, mit 3000 Jahre alten mesopotamischen Geheimnissen zusammenhängt und was die Queer-Community und ein paar bibeltreue Christen so in Aufruhr gebracht hat. Also, heute geht es wieder nach Albanien. Diesmal kommen Günter Hess, Evi und George Makakis und Eugen Schmidt mit. Wir werden uns mit Leitern in Tirana, Korça und Pečin treffen. In Pečin probieren wir, eine Versammlung wie aus der Zeit der ersten Christen zu simulieren. Im Versammlungsraum soll ein richtig großer Tisch sein, um den alle sitzen. Es wird ein gemeinsames Essen geben und dabei ist jeder eingeladen, etwas zu haben. Es gibt keine Frontalpredigt. Jeder sagt etwas, zum Beispiel wie er zu Jesus gekommen ist, welcher Bibelvers gerade so intensiv zu ihm spricht oder über einen Traum oder einen prophetischen Eindruck. Wir fünf Dienste moderieren das und strecken die Antennen aus, um jedem einen Impuls für seine persönliche Berufung geben zu können. Sie kennen ja den Spruch »Christus in euch«. Kennen Sie diesen Christus, den, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat? Wenn das tatsächlich so ist, dann muss sich das auch im kleinsten und unscheinbarsten Mitglied einer Gemeinde übernatürlich auswirken. Denn es ist doch der in ihm, der viel, viel größer ist als der, der in der Welt ist, dieser sogenannte Fürst der Welt. Das probieren wir aus in diesem albanischen Glaubensversuchslabor. Da ist alles so überschaubar. Ja, Günter Hess ist mit dabei. Was ist daran so besonders? Ende Februar erhielt er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am nächsten Tag besuchte ihn der Klinikseelsorger. Er traf daraufhin alle Vorbereitungen für einen Umzug in den Himmel. Doch an einem Abend damals hatten wir eine besondere, unbeschreibliche Begegnung mit dem Vater von Jesus Christus. Günther in der Klinik in Berlin und ich in Adelberg. Am nächsten Tag sollte eine Gewebeprobe entnommen werden. Die Aktion musste jedoch abgebrochen werden. Es war kein Gewebe mehr zu finden. Auch der Tumormarker war daraufhin um 80% gesunken. Wer bei Bewegung war, hat ihn dort getroffen. Schaut euch einfach die Schönheit Gottes an. Just behold the beauty of God. Auch war er inzwischen wieder in Afrika, bei seinen über 1000 Studenten der 2T22 Bibelschulen in mehreren Ländern. Darüber werde ich demnächst ausführlicher berichten. Nun reist Günther mit uns nach Albanien. Für mich ist Albanien sowieso immer wie eine Reise in den Himmel. In der nächsten Z-Kompakt ist auch wieder ein eindrucksvoller Bericht, was die Hilfe, die wir durch ihre Unterstützung umsetzen können, in Albanien bewirkt. Wer in der Spirale der Armut gefangen ist, hat es meist schwer, da überhaupt herauszukommen. Ein Beispiel ist Mireli, dessen Mutter seit seinem 7. Lebensjahr in der psychiatrischen Klinik ist. Und der Vater hat die Familie verlassen, als er 2 war.
Seine Großeltern haben ihn aufgenommen und mit der langjährigen Hilfe von unserem Partner A2B, Aid to the Balkans, steht Mireli indessen kurz vor dem Abschluss seines Jurastudiums. Mehr dazu in der Leseprobe. Gerade ist Eugen Schmidt dabei, einen weiteren Hilfstransport mit einem 40-Tonner speziell für A2B vorzubereiten, damit diesen Familien dort diese Hilfe zukommen kann, bei der am Ende so etwas herauskommt. Mireli hilft jetzt schon praktisch mit bei A2B. Ja, solche Jungs sind die Zukunft für dieses Land. Danke für alle Unterstützung, die wir für die vielfältige Arbeit erhalten, die meine Freunde und mich so sehr erfüllt. In der Beschreibung zu dem Video finden Sie wieder Links zur Leseprobe der neuen Z-Kompakt, die ab dem 17. Juli verfügbar sein wird, und zu weiteren Informationen über die Arbeit in Albanien. Abonnieren Sie den Kanal, geben Sie uns ein Like und teilen Sie es mit Freunden. Vielen Dank und herzliche Grüße. Ihr Peter Ischka.